Jetzt habe ich die getötet, jetzt kann ich die Quest abgeben, das ist toll. Doppelt hält besser, habe ich gelernt. Okay, gut, das war jetzt vom Talent aus. So. Grüße, Mann. Oho, das war wunderbar. Ich hätte vermutlich nicht bleiben und zusehen dürfen. Jetzt suchen sie nach euch. Ich stehle mich im Staub ihres ziellosen Herumgaloppierens heimlich davon. Haltet an den anderen Scheichen noch meinen Kameraden Ausschau. Der Boss hat an jedem seine Leute. Okay. Dann geh mal bitte. So. Ja. Und geh mal bitte und sperr mal Videos auf YouTube. Ha, 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 ha. Oh Gott, die GEMA ist auch schrecklich. Ja. Die geben ja, ich habe mal bei der GEMA angefragt, was jetzt eigentlich das Problem ist. Und die sagen, YouTube ist schuld. Das stimmt natürlich. YouTube an sich sperrt ja die Videos. Das Problem ist nur, die machen es ja nicht, weil sie Spaß daran haben, sondern die haben Angst davor. Also was heißt Angst davor? Die wollen halt nicht riskieren, dass die GEMA irgendwie die verklagt auf Schadensersatz oder was weiß ich. Ne? Deswegen sperren sie präventiv die ganzen Videos. Und die GEMA wollte irgendwie dreimal so viel haben wie andere, wie die Verwertungsgesellschaften in anderen Ländern. Deswegen hat sich Google da nicht mit denen einigen können. Und deswegen gibt es halt keine Einigung zwischen der GEMA und YouTube über Leistung an die GEMA. Also praktisch, wenn jemand ein Video mit Musik anklickt, wird praktisch eigentlich, sollte ein Betrag an die GEMA gezahlt werden. Die konnten sich aber nicht auf einen Betrag einigen, deswegen kam das nicht zustande und deswegen, also so habe ich das verstanden, deswegen, sperrt YouTube jetzt die Videos, um da nicht in Bedrängnis zu kommen, falls irgendwann doch mal ein Video nicht gesperrt, nee, doch, falls ein Video nicht gesperrt ist, wofür die GEMA eigentlich Gebühren bekommen sollte, oder die Künstler in dem Sinne, also eigentlich die GEMA, die ja die Gebühren für die Künstler eintreibt und so weiter. Auf jeden Fall, jetzt rede ich die ganze Zeit hier, ich lese mal erstmal vor. Also, hallo Gorak, Gorak bringt mir, also nochmal, hallo Gorak, bringt ihr mir Kodobans Kopf? Ja, gut gemacht Gorak, Kodoban ist nur ein einziger Faden. In einem ganzen Knäuel andernorts im Brachland gibt es noch weitere Anführer der Kolka zu töten. Sucht meine Gefährten an den anderen Oasen auf, wenn ihr den Angriff vorantreiben wollt. Ich nehme mal die Kettenschuhe, so. Seid vorsichtig. Okay, gut. Legen wir mal an und dann gehe ich mal zurück. Also, wie war das? Achso, also die GEMA irgendwie, ja, die konnten sich halt nicht auf den Betrag einigen und dann gab es doch irgendwie mal ein Gerichtsverfahren wegen 12 Videos oder so. Ja, das Problem ist halt, YouTube sperrt dann teilweise auch Videos, die nicht von der GEMA verwaltet werden sozusagen. Oder woran die GEMA, an denen die GEMA keine Rechte hat. Hier war auch nur Kupfer, ne? Ich hatte gerade was gesehen, Moment. Ah, nur Kupfer, verdammt. Nehme ich das mit? Ach komm, lass ich mal. So, ich will eigentlich Zinn haben. Kupfer habe ich ja eigentlich. Ich brauche Zinn. So, jagt die Jägerin. Hier soll noch irgendwo, ach da hinten. Savannenjägerin. So, und hier ist auch noch ein Zebra. Das muss ich auch töten. Moment. Zebra. Zebra wischen weg. Nee. Okay, ich guck zu viel Werbung. Definitiv. So. Das Definitiv. Das ist ein Wetterphänomen. Versteht ihr? Das Definitiv. Ha, 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 ha. Lustig. Ich lach mich tot. Okay. Gut, das war schlecht. Ich verstehe schon. Also gut, wo war ich denn? Auf jeden Fall, tja, sperrt YouTube halt die Videos jetzt und die können sich halt nicht einigen, die GEMA und YouTube. Das ist sowieso schrecklich, also in Deutschland ist das, was soll ich denn dazu noch sagen, ja? Du hast teilweise, was wollte ich sagen? Achso, hier, auf SD-Karten und USB-Sticks wird auch eine Gebühr erhoben. Also, wenn du eine SD-Karte kaufst mit zum Beispiel 64 GB Speicherplatz, gehen davon, von dem Preis, den du bezahlst, etwa 2 Euro an die GEMA. Ja, ebenso bei USB-Sticks, das ist ein bisschen weniger. Ja. Und bei bis 4 GB irgendwie sind die Gebühren auch nochmal geringer. Ab 4 GB sind sie noch ein bisschen höher. Also, du zahlst praktisch für CDs
Ja, zahlst du an die GEMA, obwohl da, also oft für CD-Rohlinge, soweit ich weiß, für Speicherkarten, für USB-Sticks, für Festplatten glaube ich nicht. Auch für DVDs glaube ich. Also für jeden Scheiß zahlst du an die GEMA, ja? Inzwischen sollen ja sogar Kindergärten bezahlen. Für Noten, die sie kopieren. Wobei ich nicht weiß, wie Kinder Noten lesen können. Also als ich im Kindergarten war, konnte ich noch keine Noten lesen und auch kein. Konnte ich generell noch nicht lesen. Das habe ich erst in der ersten Klasse gelernt. Naja, auf jeden Fall, wenn sie da was kopieren, müssen sie auch an die GEMA zahlen. Ja, die Schulen sowieso. Also ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also wirklich jetzt. Das ist doch vollkommen übertrieben. Ja, vor allem auf Speicherkarten, ja. Also, nur weil die Möglichkeit besteht, ja. Das ist übrigens, das liegt nicht an der GEMA, das liegt an den Gesetzen, die sind extra so gemacht. Also du kannst theoretisch, das steht irgendwo in irgendeinem Paragraphen im Telemediengesetz oder so, frag mich nicht, oder was anderes, oder Urheberrechtsgesetz, glaube ich, steht da drin, dass du das halt darfst als Rechteinhaber oder als Verwertungsgesellschaft oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall darf die GEMA das, deswegen macht sie das auch. So, toll. Und so kommt es halt, dass du, nur weil die Möglichkeit besteht, dass du da Musik drauf kopieren könntest auf die SD-Karte, du kannst ja auch was anderes drauf kopieren, zum Beispiel deine Urlaubsfotos oder so. Trotzdem zahlst du Gebühren. Du musst ja nicht mal Musik drauf kopieren. Du kannst, egal was du drauf kopierst, du zahlst es trotzdem, du zahlst es pauschal. Hoffentlich ist das wichtig. Ich verstehe das nicht, na gut. Habt ihr die Sporen, Gorak? Meine Kollegen und ich brennen darauf, dieses Phänomen zu untersuchen. Ah ja, das sind wirklich Prachtexemplare, sehr wirksam. Ich bin ein Verlassener und wir halten unsere Versprechen. Hier ist eure Belohnung. Belohnung, Gorak. Operation Pilzkultur. Wir haben diese ungewöhnlichen Sporen kultiviert, die ihr ausgegraben habt. Das gelang mir mit einer wundervollen Mischung aus Reagenzien, auf die ich sehr stolz bin. Ich kann es nicht erwarten zu sehen, wie ich meine manipulierten Sporen auf die Gewässer in den Oasen am Wegekreuz wie meine manipulierten Sporen auf die Gewässer in den Oasen am Wegekreuz reagieren. Die brackige Oase im Südosten bietet uns eine unverseuchte Region für unsere Experimente. Sät die Kulturen in der feuchten Erde irgendwo in der Nähe der Oase für mich aus und dokumentiert die Ergebnisse. Achtet darauf, dass ihr euren Mund bedeckt, Krieger. Hellbrim grinst entwaffnend. Okay, ich soll eine Pilzkultur anpflanzen, das ist sehr schön. Und ich habe hier noch eine Quest. Warte. Seid gegrüßt. Ach, noch eine Quest. Die Zeiten, in denen wir leben, sind so wechselhaft wie die Winde, Krieger. Der Boden selbst erzittert und schreit seinen Schmerz heraus. Wir müssen standhaft bleiben oder wir selbst werden von dem Aufruhr mitgerissen. Ihr habt einen Riss in die Erde, in der Erde gefunden, aus dem Energie strömte. Seltsam. Irgendetwas verursacht, dass die Oase plötzlich vor Leben nur so übersprudelt. Kommt, Krieger, es gibt noch etwas anderes, das ich mit euch untersuchen möchte. Das Leben explodiert förmlich. Warte mal, was war denn jetzt? Ach so, Unterstadt ist euch jetzt freundlich eingestellt. Okay, euch gegenüber, verstehe. Hä, wieso? Ach so, ich krieg natürlich, okay, ich krieg immer für alle Fraktionen gleichzeitig Ruf oder wie soll ich das verstehen? Ich glaube ja. Also das Leben explodiert förmlich auf diesem kargen Boden. Mein Gefährte Jerik hat erzählt, dass sich ähnliche Dinge überall im Brachland ereignen. Ich muss es mit eigenen Augen sehen, aber ich darf meinen Posten nicht verlassen. Hier, Gorak, ich werde euch meine Augen leihen. Seit dem Tag, an dem ich meinen Namen erhalten habe, hat mein Adlergefährte hier mir gut gedient. Bitte begleitet ihn zum Donnerkopfgipfel, wo Jerik euch erwartet, und wir werden uns umsehen. Um auf die Spitze zu gelangen, folgt der Straße Richtung Osten am Wegekreuz. Wendet euch nach Süden, sobald ihr einen großen Stein erreicht, der mit Malereien übersät ist. Möge die ewige Sonne. Was? Ach, Inventar ist voll scheiße, verdammt. Ich muss mal ganz kurz verkaufen. Verkaufen? So? Grüße. Ja, grüße dich auch. So, warte mal, lass mich mal bitte den ganzen Scheiß verkaufen. Was habe ich denn? Das brauche ich nicht. Mana brauche ich sowieso nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich, glaube ich, auch nicht, nee.
Das kann auch weg. Das kann weg. Das kann weg. Das nicht. Die Banane kann auch weg. So. Minions würden sich drüber freuen, aber ich brauche die nicht. Ich habe zweimal Elixier des Riesenwuchses als Rezept. Ist ja auch sehr schön. Ansonsten, der Zimmermannshammer kann auch weg. Der zeremonielle Umhang kann auch weg. Zerbrochener Hufteil brauche ich auch nicht. Das kann weg. Okay, und das kann auch weg. So, dann kann ich ja schon mal... Ich mach mal das hier zum Heimatort. Warte mal. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Ja. So, okay. Und dann möchte ich nochmal die Quest annehmen. Also, das hatte ich ja schon vorgelesen. Bla 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 bla. Okay. Mit der Erdenmutter. Krieger. Das Brachland war einst einer der schönsten Orte in ganz Kalimdor. Es war vielversprechend und voller Leben. Wie ihr seht, ist das nicht länger der Fall. Es ist ein Land voller Qual und Zwietracht. Die Jünger von Naralex wollen die Höhlen des Wehklagens säubern und sie in ihrer früheren Schönheit wiederherstellen. Sprecht in den Höhlen des Wehklagens hinter dem Eingang mit Nalpak. Ach, das ist hier eine Instanzquest. Die möchte ich mal nicht verfolgen. So. Wieso öffnet der eigentlich nicht mehr das Questlog? Ist ja blöd. Hier muss ich in die Höhlen des Wehklagens. Dungeon Quest. Die kann ich alleine nicht machen. Ich kann jetzt mal... Da unten muss ich hingehen und dahin. Schaffe ich das noch zeitlich? Ja, glaube ich. Vielleicht. Vielleicht auch eher nicht. Die Goldstraße. Ach, schön. Zefraläufer kann ich noch töten. Das mache ich auch gleich mal. So. Vielleicht mache ich auch erstmal... Ich glaube, ich mache erst diese Quests und dann gehe ich da beim nächsten Mal hin, da hinten. So, erstmal hier Zebras töten und... Na komm schon. So, und dann noch Savannenjägerinnen. Und dann passt das schon irgendwie. Das ist so weit entfernt. Die Musik ist auch sehr schön. Stirb, Savannenjägerin. Stirb eines qualvollen Todes. So, denn ich bin ein stolzer Ork und ich werde es schaffen, dich zu töten. Ich werde obsiegen. Die sieht man auch kaum, die sind echt versteckt. Das ist eigentlich sogar gut, weil es total realistisch ist. Also wirklich jetzt. Die Tiere sind ja auch wirklich getarnt in der echten Welt. Damit sie halt nicht so einfach gesehen werden. Ne? Von daher passt das eigentlich. Gefällt mir. Daumen hoch. Ne? Daumen hoch, wenn euch das auch gefällt. Nee, weiß ich nicht. Ich bin außer Reichweite. So kann man sich auch Daumen hoch erschleichen. Habe ich schon bei anderen Let's Playern gesehen, die das wirklich gemacht haben. Verstehe ich nicht. Naja. So. Ich meine, wenn es wirklich eine eigene Leistung ist oder so, Daumen hoch für diesen Skilljump oder so bei Mario oder was weiß ich, ja, dann verstehe ich es ja, aber wenn es einfach nur Daumen hoch für das Design dieses Levels ist, dann weiß ich auch nicht. Weil das hat man ja nicht selber gemacht, das ist ja einfach... Naja. Ich weiß nicht. Ich bewerte eigentlich, wenn ich ein Let's Play gucke und wirklich Bewertungen vergebe, dann bewerte ich nicht wirklich an sich das Spiel, sondern eher das Let's Play, ja? Wenn das Spiel scheiße ist und das Let's Play gut, ist ja auch okay. So, Zefras habe ich jetzt genug. Ich brauche die anderen Dinger hier, die anderen hier. Hier sollen die irgendwo sein, diese Savannenjägerinnen. Die Frage ist nur, ach, da hinten, da ist eine Jägerin. So, ne? Generell finde ich dieses Daumen-hoch-Daumen-runter-System irgendwie auch blöd. Ja. Früher gab es noch eine Bewertung, da konntest du noch 1 bis 5 Sterne vergeben, ja. So wie jetzt in den Amazon-Kundenrezensionen. Ja. Aber jetzt geht das nicht mehr. Ja, was ist denn, wenn mir ein Video so halb-halb gefällt? Ja, hätte ich vielleicht 3 oder 4 Sterne gegeben. Und jetzt kann ich nur gefällt mir klicken oder gar nichts. Eher gar nichts, weil es mir nicht so gefällt wie andere Videos, bei denen ich gefällt mir geklickt habe. Das ist halt blöd, du kannst es so schlecht differenzieren. Ja. Wenn ein Video ultra, hammer, mega geil ist und das andere Video so, ja, ist ganz okay und eigentlich ganz gut, ja, dann ist es eigentlich irgendwie unfair, wenn du dem einen Daumen hoch gibst und dem anderen auch. Dann müsstest du eigentlich dem ultra, mega, hammer, super duper geilen Video 5 Sterne geben und dem anderen 4 Sterne. Ja, so zum Beispiel. Aber das geht ja nicht. Man hat sich ja dafür entschieden, dass man stattdessen Daumen hoch und Daumen runter geben kann.
was total aussagekräftig ist. Leider eben nicht. Also das war natürlich Ironie. Also leider war das Ironie. Wo sind denn jetzt diese Savannenjägerinnen, verdammt? Hier müssen doch irgendwo welche sein. Das gibt's ja nicht. Wo sind denn noch welche? Hier oben sollen noch welche sein. Ich brauche ja auch nur noch eine Klaue. Die Frage ist halt, wo finde ich diese? Eine sehr gute Frage. Und die Antwort darauf lautet, ich weiß es nicht, verdammt. Hier sind auch keine. Nee, hier sind keine. Okay. Da ist nur ein Zentaure. Den brauche ich nicht. Naja, gut. So, Tongas Totem. Auch nicht schlecht. Ach, hier ist jemand. Siehst du, da ist eine Savannenjägerin. Das ist nicht schlecht. Der Sturmangriff ist mal so kurz irgendwie. 25 Meter ist ja nix. Na gut. So, könnte ruhig, meiner Meinung nach, könnte er ein bisschen länger sein. Na gut, egal. So, haben wir das auch fertig. Dann gebe ich mal die Quest ab, würde ich sagen. Und dann muss ich auch langsam eine Aufnahmepause machen. Und hoffen, dass die Aufnahme diesmal nicht zerstört wird. Oder zumindest nicht so beeinträchtigt wird wie letztes Mal. Da musste ich ein bisschen nachhelfen, um das hinzukriegen, dass alles funktioniert hat. Das war ein bisschen blöd. Also da musste ich das erstmal mit so einem Hex-Editor, wirklich, also wirklich das Hexadezimal, also wirklich an sich die Daten, nicht irgendwie mit irgendeinem Programm die Frames irgendwie schneiden oder so, sondern wirklich die reinen Bits und Bytes oder halt die reinen Bits in Hexadezimaldarstellung ändern, um das überhaupt lesen zu können. Das war ein bisschen scheiße. Ich hoffe, diesmal funktioniert es. So. Zegra Dunkeldorn. Wie viele Zevras habt ihr schon erschlagen? Nicht schlecht, Gorak. Diese Zevras haben sehr viel Kraft in ihren Beinen. Ein gezielter Tritt von ihnen kann sogar einen Tauren von den Hufen hauen. Sieht aus, als würdet auch ihr über ein bisschen Kraft verfügen. Lebt wohl. Wie läuft eure Jagd, Gorak? Ah, ich sehe, ihr wart fleißig. Ich hoffe, ihr habt von dieser Beute viel gelernt. Gorak, ihr werdet die Stärke und Schleue dieser Tiere brauchen, um meiner geliebten Horde zu dienen. Echiyaki. Oder Echiyaki, keine Ahnung. Weißnebel, Echiyaki, in der Sprache der Tauren, ist der König der Savannenkatzen. Er jagt mit solcher Verstohlenheit, dass man sagt, er sei wie ein dünner weißer Nebel auf der Erde. Er tötet so schnell, dass seine Beute weder Angst noch Schmerz verspürt. Die Tauren sagen, er sei sowohl Gnade als auch Tod. Gorak, ich schicke euch nun auf die Jagd nach Echiyaki. Sein Versteck befindet sich nordwestlich von hier an der Nordseite eines kleinen Berges zwischen den Knochen riesiger Kodos. Geht, stoßt in dieses Horn, wenn ihr seinen Unterschlupf erreicht. Blast das Horn und er wird erscheinen. Vorwärts zum Sieg. Okay, ja. Ich würde sagen, das machen wir irgendwann später. Ich gehe nochmal schnell verkaufen. Ich habe bestimmt noch irgendwas total Hilfreiches. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, irgendwas, was ich verkaufen kann vielleicht. Was führt euch hierher? Tatsächlich. Zerbrochene Hufe und naja, gut. Ne? Oder was war das? Zerbrochener Hufteil. Ja, brauche ich nicht. So. Ansonsten habe ich aber erstmal nichts, was ich unbedingt haben will. Nö. So. Was ich noch machen kann, ich gehe mal zur Schmiede noch schnell und schmiede nochmal die restlichen Kupfer oder verhütte die nochmal. Die restlichen Kupfererze. Und dann mache ich aber wirklich mal eine Aufnahmepause, weil es wird echt langsam Zeit. 3 Stunden spiele ich schon wieder, das ist wirklich genug. So. Wo war die? Ach, hier. So, Berufe. Schmiedekunst. Falsch. Verhüttung brauche ich natürlich. Kupfer verhütten, alle 10. So, rauer Schleifstein kann ich auch noch machen. Ach scheiße, jetzt habe ich natürlich weggeklickt. Okay. Dann 20.22 Uhr schon wieder. Krass, wie die Zeit vergeht, ne? So, ich muss das ja nachher noch schneiden, also gleich. Aber jetzt erstmal verhütten. Das Kupfer. So. Yeah. Und dann mache ich nochmal raue Schleifsteine. Und dann passt das schon irgendwie. So. Na komm schon. Na, gibt's mir noch... Na, Schmiedekunst hat sich auf 77 erhöht. Ach, das geht ja sogar. Ach, krass. Hat sogar geklappt. Ist ja praktisch. So. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Was ist das hier? Ach, Topas Augen. Das ist von der Quest. Verstehe. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann halt beim nächsten Mal. Hatte ich schon gesagt, ne? Ja. Auf jeden Fall, dann...
hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann gebt doch auch mal einen Daumen hoch. So, und ich sage jetzt einfach mal tschüss.